Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Es ist Sonntag, 9.30 Uhr. Winteranfang. Sommerzeit ist umgestellt. Heute Mittag gehe ich mit meiner Frau zum Essen. Jetzt habe ich, weil das Wetter heute so schön ist, habe ich jetzt mal da geschaut. Schaut einmal her, so schaut mein kleiner Räucherschrank aus. Ich tue mal da umswitchen. Das ist mein Räucherschrank, den werde ich jetzt dann wieder vorheizen und damit die Bakterien wieder rausgehen, der steht ja schon über 2 Jahre, aber das ist kein Problem nicht. Und jetzt zeige ich euch mal so meine Räucherutensilien. Moment. So, weiter geht's, ein paar schnell was herrichten müssen. Jetzt zeige ich euch einmal meine verschiedenen Sparbrände, was ich so habe. Schaut mal um. So, hier ist einmal der erste Sparbrand. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen könnt, weil hier, wie ihr seht, da ist alles noch dunkel. In mein Ding da. Und das ist erst einmal der erste Sparbrand. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Also den habe ich schon sauber gemacht, man sieht es, man kann da gut durchschauen, damit die Lüftungslöcher alle frei sind. Das ist sehr wichtig. Also den benutze ich sehr gerne. Dann habe ich Sparbrand, dann so eine kleine, nennt man das Räucherschnecke. Das läuft dann so, aber da braucht man ganz ein feines Räuchermehl. Das seht ihr, den habe ich noch nicht hergenommen, weil ich glaube, da habe ich so ein feines Räuchermehl gehabt. Aber der kommt jetzt demnächst auch im Einsatz. Den nehme ich halt dann her, wenn ich so Lachs räuchere oder Fisch räuchere, weil da brauche ich nicht so einen langen. Also so einen langen brennt auch für den Sparbrand. Der geht ja so, so rüber, so und so weiter. Die, wo räuchern, die wissen schon, was ich meine. Und dann habe ich hier noch einen ganz kleinen Sparbrand. Also der ist auch nur für so kleine Sachen gedacht. Sagen wir mal Würste, wenn man Leberwürste nochmal räuchert oder irgendwo, oder irgendeine andere Würste räuchert. Der ist auch nicht schlecht. Da seht ihr, den habe ich schon öfters benutzt. Jetzt habe ich mal das einmal so alles so rausgesucht. Aber anfangen werde ich mit diesen hier. Und wenn der dann nicht mehr so lange Zeit ist, wenn schon 3-4 Mal geräuchert worden ist, so Räucherdurchgänge, dann nehme ich den kleinen dann nachher. Aber die sehe ich dann alles. Oder ich befülle das dann nur halb. Also sprich, ich gehe da rein, mache hier 3 Sachen, also 3 so Kammern, 1, 2, 3, und die anderen 2 lasse ich aus. Ja, so ist es. Jetzt habe ich das einmal schon mal zusammengesucht, weil bis du schaust, ist dann schon soweit mit der Räucherei. Also haut super hin in den Kühlschrank, wo ich das schon eingelegt habe in meinem Vakuumbeutel. Also bin da schon sehr zufrieden. Und wie gesagt, dann, wenn ich dann die raushole und dann in den schicken kleinen Räucherschrank da reinmache, dann hole ich euch wieder zu. Nur so jetzt eine kleine Information. Das war's dann schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert, pfiat euch, gesund bleiben. Servus.